Hi und herzlich willkommen bei Kikifax. In diesem Video möchten wir dir unsere Einschlagdecke für die Babyschale vorstellen. Du kannst sie in jeder Babyschale von jedem Hersteller, egal ob mit 3-Punkt-Gurt oder mit 5-Punkt-Gurt verwenden. Als erstes schauen wir uns nun an, wie du die Babyschaleneinschlagdecke in einer Babyschale mit 3-Punkt-Gurt verwendest. Dafür legst du die Decke einfach in deine Babyschale und positionierst die obere hintere Kante ganz knapp unter den Schultergurten deiner Babyschale. So wird der Gurtverlauf nicht beeinflusst. Den unteren Teil des Gurtschlosses, in den du die oberen einklickst, führst du jetzt durch einen der drei unteren Gurtschlitze. Du suchst aus, welcher am besten zu der momentanen Einstellung deiner Babyschale passt. Wenn du deine Einschlagdecke in einer Babyschale mit 5-Punkt-Gurtsystem verwenden möchtest, kannst du auf der Rückseite der Decke zwei Druckknöpfe öffnen. Auf der rechten Seite und der linken Seite befindet sich jeweils eine Durchführung für den 5-Punkt-Gurt. Und wenn du die Gurte durch den Stoff geführt hast, kannst du die Druckknöpfe unkompliziert wieder schließen. Achte auch hier darauf, dass die Oberkante des Stoffes am Ende knapp unterhalb der Schultergurte deiner Babyschale liegt. Das untere Ende des Gurtschlosses kannst du wieder durch eine der drei Durchführungen führen, je nachdem, welche zu der Einstellung deiner Babyschale derzeit am besten passt. Wenn soweit alles vorbereitet ist, kannst du dein Baby wie gewohnt in den Kindersitz setzen und anschnallen. Wir haben uns bewusst gegen eine Kapuze an der Einschlagdecke entschieden, um den Gurtverlauf in keiner Form zu beeinflussen. Außerdem ist so die Gefahr eines Wärmestaus verringert. Du kannst den Witterungen entsprechend eine Mütze verwenden und diese abnehmen, wenn das Auto warm gelaufen ist, und hast immer freie Sicht auf dein Baby, sein Gesicht und seine Atemwege. Wie du die Babydecke faltest, um dein Baby zu wärmen, ist dir selbst überlassen. Du kannst entscheiden, nur den unteren Fußteil über dein Kind zu legen oder auch die seitlichen Klappen über dein Kind zu legen, je nachdem, wie warm oder kalt es ist, das Auto schon ein bisschen warm gelaufen ist oder auch wie das ganz persönliche Wärme-Kälte-Empfinden deines Babys ist.